18.18 Uhr Orga TV, herzlich willkommen zu unserer letzten Sendung. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen. Die heutige Sendung, Orkide, wir haben uns ja wieder mal was ganz Besonderes überlegt, nämlich die heutige Sendung, die wird aus sehr einem lustig. Best-of so. Ja, ne? das wird so hauptsächlich insgesamt, ein Best-of Us. So sehe ich das super. Auch. Nicht Toyser Us, Best-of Us. So. Bist du schon traurig? Du, ich muss ganz ehrlich sagen, also. Natürlich kann man jetzt sagen, ja okay, wir Diploma, noch schön Urlaubssemester reingekloppt und jetzt hier ein gechilltes Praktikum am Lehrstuhl Scholz gemacht. So ist es überhaupt nicht gewesen. Es war wirklich auch extrem anstrengend, aber man hat auch wirklich viel gelernt, fand ich. Also es war auf keinen Fall so, dass man hier die ganze Zeit für Professor Scholz Kaffee gekocht hat und ansonsten ein bisschen Ablage gemacht hat und jeden Mittwoch um 18.18 hat man da mal flugs eine Sendung hingeknallt. So war es beileibe nicht, wir haben wirklich richtig dafür geschuftet, ne? Genau, ja. Aber wie du gesagt hast, ja, wir haben viel dazugelernt und ehrlich gesagt hat es ja auch mehr Spaß gemacht, als dass es Stress war, ne? Ja, natürlich, der Spaß, also der muss ja auch überwiegen. Ich meine, ansonsten sollte man sowas sonst hätten wir es nicht gemacht. Genau, ansonsten sollte man ja sowas erst gar nicht anfangen. Ja, das Team hat halt gepasst vor allem, ne? Ja, also, insgesamt, ich meine, die Chemie, es hat gedauert ein bisschen, bis wir uns gefunden haben, aber dann nach der schnellen Zeit ging es eigentlich, ne? Ja. Gruß an die Regie, ja, den Kameramann. Die hocken ja immer draußen, die sieht man halt leider nie. Genau, zum letzten Mal, ne? Zum letzten Mal. Also, du, ich kann doch mich heute sehen wir sie, Sven. Ich kann mich damit noch gar nicht anfreunden. Das ist wirklich das letzte Mal. Ja, ich freue mich schon. Ja. Nachher? Okay. Ja, später, später. Jetzt hast du schon wieder alles verraten, Okido. Ach, jetzt noch nicht alles. Hm. Sollen wir mal anfangen? Ja, wollen wir mal anfangen, ne? Dann fangen wir mal an mit dem Best-of-Beitrag, und zwar von den MP-Leuten, die letzten 5 Wochen uns immer begleitet haben. Und das seht ihr jetzt als erstes. Best-of-MP, Teil 2 von letzter Woche. Sei loyal und ehrlich. Was hat die Geistreich gesagt? Wenn Brunetto vor FH die neue Haube auf den Markt bringt, dann sind deine internationalen Aufstiegsmöglichkeiten gesichert. Verhindere den Markteintritt. Das Unternehmen kannst du vergessen. Tja. Ja, ich würde mir ganz gerne die Prüfungsleistung hier anerkennen lassen. Nee, das kann ich Ihnen leider nicht anerkennen. Tut mir leid. Wieso das denn bitte? Ich brauche es, um weiter studieren zu können. Ja, mit der neuen Reform hat sich da das ergeben, dass ich laut § 3 Absatz 2 Satz 1 kann ich Ihnen die Einbringung leider nicht gewährleisten. Hi, auch danke für den Rückruf. Ich habe gerade meinen Exmatrikulationsbescheid bekommen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich bin total am Ende. Ich kann nicht mehr weiter studieren. Das ist alles vorbei. Hier sehen wir nun Steffi, die letztes Jahr exmatrikuliert wurde. Seitdem wird ihr Tagesablauf von anderen Dingen als ihrem Studium bestimmt. Im Büro Schlange stehen. Unsere Forscher konnten beweisen, dass das Veröffentlichen eines Aktkalenders zu einem enormen Beliebtheitsboost führt. Aber vertrauen Sie uns nicht blind, sondern hören Sie selbst, was andere Frauen zu unserer Methode gesagt haben. Verpiss dich!
über Pin-Up. Also ich kann dir mal was sagen. Willst du mich eigentlich ver***en oder was? Dieser Kalender hat mein ganzes Leben ruiniert und jetzt fragst du mich hier so eine ver***. Also, und mach die Kamera aus. Also. Zögern Sie nicht lange, denn wollen Sie weiter auf dem Abstellgleis bleiben oder auf die Überholspur wechseln? Versuchen Sie erst gar nicht durch Ihre Fähigkeiten zu glänzen, wie zum Beispiel Fremdsprachen, Abschlüsse, Schlagfertigkeit oder Topflappen häkeln. Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite und denken Sie immer daran, das Auge ist mit. Rufen Sie unsere Berater noch heute an und erhalten Sie einen Kochkurs als Geschenk. Sven? Es ist wirklich so weit. Ja, Orchide hat gerade mittendrin gefragt, was eigentlich MP heißt. Also Orchide, brauchst Mahlzeit, du hast dir deine Semesterferien redlichst verdient. Ich glaube auch, ey, ich brauche dringend Urlaub. Mir ist es gerade entfallen. Ne? Ja, ja. Man redet ja immer so mit Abkürzungen und dann... Kommt das mal vor, ne Sven? Ja, also nochmal für alle Begeisterten zu Hause, natürlich heißt es Multimedia-Praktikum. Genau. Orchide. Ne? Danke Sven, also, ja. Mittlerweile weiß es auch, machst du da schon erst, ach komm, ist ja nur ein Semester, ne? Also ist ja jetzt nicht die Welt, kann man ruhig mal vergessen. Ja. Kann man ruhig mal vergessen. Wie fandst du die MP-Sachen, also die Beiträge vor allem? Ehrlich gesagt, ich fand, die haben sich richtig viel Mühe gegeben, war richtig gut, mein Kompliment an die MPler. Ja. Und also ich habe die auch richtig gern gewonnen. Ne? Die waren ja sehr oft hier und haben uns immer was mitgebracht. Gell? Ja, haben uns immer Vielen was mitgebracht. Dank dafür. Und sie haben was ganz Tolles für uns heute vorbeigebracht. Ja. Oh nein, ach Gott, ich bin so ein Step. Ja, das macht nichts. Man sieht, was es sein soll. Da, guck mal, ist das nicht geil? Das haben wir heute bekommen. Ist das nicht geil? Nochmal vielen Dank an die Gruppe. Ich möchte jetzt nicht die Sachen nennen, aber die anderen werden alle drei Noten schlechter. Nee, war natürlich ein Spaß. Quatsch. Nein, das haben ja alle was mitgebracht. Ja, war natürlich ein totaler Spaß. Also ich muss auch sagen, ich habe ja letztes Jahr das Kleine gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Beiträge waren wirklich bei weitem doch nicht so gut. Mhm. Ich meine, okay, das liegt natürlich auch an der Technik und am Equipment, aber... Die haben sich auch richtig viel Mühe gegeben. Muss man echt sagen. Mir bleibt ja immer noch der eine drin. Das ist wirklich der Hammer gewesen, der Beitrag. Weißt du noch, mit dem Typ, der die ganze Zeit ohne Ton irgendwas gemacht hat, nur die Stimme aus dem Off kam. Das ist wirklich der Hammer. Also der Beitrag, den könnte ich mir schon angucken. Nee, aber ich fand alle Beiträge gut, ne? Ja, klar. Nur der ist mir jetzt im Gedenken, weil der, also unfassbar gut. Von dem hast du oft gesprochen, ich kann mich erinnern. Ja, ich weiß. Vor allem im Sommer wollen wir eigentlich mal kurz... Ja, genau, wir stoßen mal an. Wir sind nämlich heute extra von den Analkoholikern weggegangen und nicht zu den Alkoholikern, aber zu den Gelegenheitstrinkern. Trinkern. Ja. Richtig. Ja, also hin und wieder trinken wir mal, gell, Sven? Und da es ja heute unsere letzte Sendung ist, müssen wir ein bisschen zulegen mit dem Trinken. Ne? Ja, ein bisschen. Ich meine, du hast ja wieder keine Zeit, du machst ja wieder irgendwas anderes. Ne? Also du musst jetzt mal gar nichts sagen. Ja, stimmt. Na gut. So. Mal wieder keine Zeit. Also. Okay. Dann. Komm. Okay. Gut. Okay. Bevor wir uns jetzt fetzen vor der Kamera. Genau. Es geht auf die Klausuren zu. Schreibst du eigentlich? Ich schreibe Klausuren, ja. Echt, wie viele? Also, im Ersttermin schreibe ich zwei Klausuren. Echt? Was? Ja. Internationales Personalmanagement. Hier. Bei Professor Scholz. Genau, ja. Und Bankbilanzierung schreibe ich noch. Ja, ne? Richtig interessant. Ich bin eine total faule Grotte dieses Semester. Aber, warum? Weil ich nichts schreibe. Schreibst du nichts? Nee, ich schreibe erst im Nachtermin. Ich schreib jetzt noch nicht. Ich bin im Moment ein bisschen zu faul gewesen einfach. Und ich habe ich habe mich wirklich so auf dieses Praktikum beschränkt, dass ich überhaupt gar nichts anderes irgendwie gemacht habe. Ja, also gut, ich mein, für viel gelernt habe ich jetzt auch nicht. Und vor allem... Aber man lernt ja immer so ein bisschen auf dem letzten Drücker. Ja, man darf es ja nicht so laut sagen, aber ich habe so keine Klausur. Ich war in keiner Vorlesung. Ich war in keiner Vorlesung. Aber Orga-TV, das war ja auch echt ein ganz besonderes Semester. Ne? Das sehe ich genauso. War mal was richtig anderes. Ja. Nicht nur immer in die Vorlesung, dann wieder heim und so. Genau. Das war diesmal richtig, richtig Praktikum hier, richtig, ne? Ja. Jeden Tag Studio und Und vor allem internes Praktikum an einem guten Lehrstuhl, ne? Das ist natürlich auch immer auch eine gute Profilierung für später mal. Also wenn man da dann zu Ruf kommt und sagt, ich habe bei Professor Scholz der Personalmanagement-Ikone internes Praktikum gemacht. Ja, danke schön. Da freut er sich. Professor Scholz, hallo. Ich bin's. Na gut, nee, lassen wir die Schleimerei bitte sein. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Klausuren.
Klausurbeitrag. Wir haben einen lustigen Beitrag gemacht. Nicht ganz ernst gemeint, teilweise schon. Okay, du willst so einleiten. Genau, Klausurbeitrag. Da hat der Sven was Schönes für euch vorbereitet. Wir sind gespannt. Guckt es euch an. Bitteschön. Das ist Per Anhalter. Er ist im ersten Semester und er weiß, so langsam aber sicher geht es auf die Klausuren zu. Deswegen hat er auch schon fleißig alles zusammengeschrieben und bearbeitet. Aber natürlich schon weggepackt. Denn gleich schreibt er ja schon seine allererste Klausur. Und die will man ja bekanntlich auch gut bestehen, nicht wahr? In der Vorlesung über die transzendale ökonomisch-ökonometrische Methode des Diamantansatzes nach Porter hat Peer sehr gut aufgepasst und ist jetzt richtig heiß darauf, endlich zu schreiben und sein Wissen zu übermitteln. Aber wie entsteht eigentlich eine Klausur? So? Oder eher so? Nein, denkt er sich. Das muss anders gehen. Bei Dr. Gertrud Schlaumeier, einer Mitarbeiterin des Lehrstuhls, beginnt die Reise. Sie erstellt die Klausur, die auf der jeweiligen Vorlesung und deren Literatur basiert und ist somit verantwortlich für den Inhalt bzw. die Fragestellung. Nur noch auf Drucken klicken. Geschafft. Und da kommt sie schon. Der erste Prototyp der Klausur. Aber die größte Hürde muss sie und Frau Dr. Schlaumeier noch nehmen, nämlich die von ihrem Chef und Lehrstuhlinhaber, Herrn Professor Dr. Alfons Besserwisser. Nur wenn er sie für gut befindet und unterschreibt, kann sie in den Druck und wird vom Prüfungsamt auch angenommen. Und wie findet er es? Jetzt kommt sie in die Hände von Herrn Heidemann. Er druckt schon seit über 30 Jahren unsere Klausuren und musste sich schon so manchem Bestechungsversuch erwehren, hat aber immer geklappt. Die Hightech-Drucker machen eigentlich alles von selbst. Klausur rein, leere Blätter rein und bereits getaggerte Klausur wieder raus. Und schon liegt sie vor einem. Jetzt legen wir mal los, Peer, sonst wird die Zeit knapp und die Aufsicht ist schneller da, als man denkt. Oh je. Ich hab's dir doch gesagt. Aber Moment, hat da nicht was gefehlt? Ja genau, wie man's dreht und wendet, es fehlt die Unterschrift auf der Klausur. Nur wenn sie unterschrieben ist, ist sie gültig. Ha, dann kriegst du vielleicht noch eine zweite Chance. Hast du schön gemacht, Sven. Ja, ich weiß. Man nennt mich auch den heiligen Peer. Ne? Also, ja, genau. Ne? Ja, und auf Beifahrer sitzen mag ich auch nicht. Nein, natürlich müssen wir nach dem kurzen Beitrag klarstellen, indem ich natürlich meine Finger mit im Spiel hatte, wie man doch gesehen hat. Genau. Natürlich ist der Lehrstuhl komplett fiktiv. Ne? Also nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt zu sagen, oh, das kenne ich, das Schild, das war nur überklebt. Nee, nee, ist natürlich komplett fiktiv. Wir sind extra ins Ausland gefahren, um das zu drehen. Also, ne? Nur, dass später dann die Klagen ausbleiben. Ja, vielen Dank fürs Bescheid geben. Ja, genau, wir sind extra ins Ausland gefahren. Ja. Sollten wir betonen, genau. Sollten wir betonen. Naja, Sven. Auf meinem Zettel steht, wir sollen über unsere Orga-TV-Zeit sprechen. Ach ja, Orga-TV. Erzähl mir was. Ach Sven, ich sag ja, ich habe so viel dazugelernt, das war einfach nur richtig geil. Ich erinnere gerade nochmal, wo ich gerade dabei bin, nochmal an das schöne Bild von Stefan Stieler, wie er im Schlafsack in unserem Orga-TV-Raum liegt. Das Bild ist mittlerweile bei einem Stand von 1200 Euro. Die Auktion wird natürlich weitergeführt per E-Mail, immer an Orga-TV. Ne? Genau. Nee, Orga at, wie ist unsere E-Mail-Adresse? Orga at orga.uni. Nee. nee, ich weiß es gerade auch nicht. Also geht einfach unsere Internetseite orga.tv. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Ich hoffe, die Regie wird uns gleich mal zeigen, wie es ist. Ich meine, wir sind auch ein bisschen jetzt durcheinander, weil das letzte Mal und alles drunter und drüber. Naja. Genau, ja. Naja. Letzte Mal sehr traurig, ne? Melancholie im Studio. Melancholie im Studio. Aber wir wollen direkt davon weggehen. Und zwar haben wir natürlich auch von uns ein Best-of fabriziert. Leider muss ich zugeben, dass ich in der ganzen Sache, wir haben nachher noch einen Beitrag, der nennt sich Gag Reel
Ich boykottiere diesen Namen und nenne ihn einfach lustige Outtakes, die Michaela Hoffmann zusammengeschnitten hat. Da komme ich schon mal nicht so gut weg. Beim Best of Orga TV, den habe ich leider noch nicht so ganz richtig wahrgenommen. Aber da sind unsere besten Ausschnitte drin, wie er auch Best of sagt. Den schauen wir uns jetzt mal an. Ja, das war die Party des Jahres, oder? Das war die Party des Jahres. War auch die Kameraführung extrem gut, also hat mir besonders gut gefallen. Ah, das ist Asta, Eröffnungsfete war das, glaube ich. Ja, das Asta-Semester Eröffnungsfete im Physik-Tower und nebendran in dem anderen Chemie, glaube ich. Ja, Chemie-Tower. Genau. War auch riesig, also war ja auch so gut besucht. Ja, das war... Die ganzen, ich erinnere mich noch an das den. Das war Night of the Cross. Das war der Medizinprofessor, der ist da abgefahren wie der, uns. Der war richtig geil, ja. Wie uns. Erinnerst du dich noch an den, der ja keine von der Bettkante stoßen würde bei Semester Eröffnungsfete? Der so lustig gelacht hat. Ja, stimmt. Sehr geil. Ah, unser Red Bull. Da warst du ja nicht da. Da warst du ja schön fort. Ah, da war ich. Ja. Da warst du ja, da. TP-mäßig unterwegs. Ich war nicht da. Ich war. Die Kissenschlacht des Jahres verpasst. Ja, ich glaube, ich war betrunken im Bett. Du warst bei der Japan-Woche. Genau, wollte gerade sagen. Am Vortag noch Sushi essen und dann am nächsten Tag direkt Japanisch lernen. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Frau, die mir was beibringen wollte, mir es einfach nicht gut genug beibringen konnte. Deswegen konnte ich das einfach nicht so gut. Ach, jetzt geht's. Nein, war natürlich Spaß. Campus. Ich kann es einfach nicht. Das konnte ich aber. Genau. Campus, das war mein Ding. Ja. Das war mein Ding. Bei dem Hype habe ich mich sehr gut verstanden. Der hat mich auch direkt in die Küche gelassen. Ah, ja. Aber was der da gekocht hat, das konnten wir den ganzen Tag nicht merken. Das war die Szene, wo ich gedacht habe, es wäre eine Ananas drin, aber es ist gar keine drin, ne? Oder ist aber irgendwie alles Mögliche drin. Ja. Achso, das war ja eine Aktion von Telekom, genau. Ja, genau. Deswegen haben wir ja noch diesen lustigen Was-ist-Beitrag, dass die Telekom eigentlich nur unser aller Geld möchte. Oh. Was eine Quintessenz, aber es war trotzdem schön. Naja, Europatag war auch sowas, ne? Ja, der Europatag. Ich erinnere mich nur noch, das Einzige, woran ich mich erinnere, ist dieser eine Stand, den ich total doof fand. Ach, Sven, hier. Aber die Debatte war toll. Ja. Die Debatte war richtig toll. Vor allem das Mädchen, was zuerst kam, die war am besten. Oder ich erinnere mich, die Arme, ey. Aber naja. Ach ja. Naja, komm, wir wollen ja jetzt nicht noch mehr Feuer in die Wunden gießen. Willst du sie halt oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Komm, da sind wieder die Sprüche immens. Also, genau, hier, das war doch was für dich. Das war ja. Also das war wirklich, auch wenn das in dem Bericht fälschlicherweise so rübergekommen ist, wie als würde ich das Ganze ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen und ein bisschen ins Lächerliche ziehen, das war gar nicht so. Ich fand es da wirklich toll. Das wurde mir erst im Nachhinein, wurde mir das nachgesagt. Kannst du dir das vorstellen? Das wurde mir einfach nachgesagt. So? Ja, ich war wirklich total begeistert. Und dann wird mir gesagt, das wäre Sarkasmus. Ja, den ganzen Politikern, ne? Ah, hier weiter Politik, klar. Ach, da, guck mal. Achtung, gleich. Gleich kommt ein ganz tolles Bild. Achtung. Nein, jetzt kommt's. Achtung. Nein. Ja, da war's. Ist das nicht schön? Sven. Da haben sie. Doch, was das für eine fröhliche Debatte war, das sagt das aus. Ja, was das für eine fröhliche Debatte war, findet ihr nicht auch? Das müsst ihr euch mal ansehen, ne? Auf unserer Homepage. Ja, haben wir mittlerweile online gestellt. Genau, die Sondersendung zu den Stupa-Wahlen. So ist es. Boah, war echt ein aufregendes Semester, gell? Jetzt, wo wir uns den Best-of angeguckt haben. Du weißt ja, ich sehe das zum zweiten Mal. Und das Krasse an der Sache ist, ich habe gar nicht gewusst, wie viele Beiträge wir eigentlich gemacht haben. Weil das ist ja, das waren jetzt wie lang? 3 Minuten, 2 Minuten? Wo wir da nur jetzt mit irgendwelchen Schnipseln voll gemacht haben. Haben alles wir gemacht. Copyright, wohl bemerkt. Falls irgendjemand... Nee, haben wir gut gemacht, ja. Und da sind noch lang nicht alle drin gewesen, ne? Stimmt, da sind noch lange nicht alle drin gewesen. Ja, wollen wir noch hinzufügen? Ja, aber welche denn jetzt? Jetzt müssen wir nicht hinzufügen, aber wir hatten einige andere Beiträge noch drin. Du weißt ja, was allein schon ein Beitrag wert wäre? Unser sensationell geiles... Schieß los. Benimm Battle. Ah, sieht man das da oben? Das stimmt, das haben wir ganz ausgefunden. Ey, das war wirklich der Hammer. Ich erinnere mich noch dran. Unser lustiges 3-Sterne-Menü. Ja. Nee, also das war richtig geil. A la Bonheur, die de Français, würde ich sagen. Genau. Das war wirklich richtig cool. Ich wollte abgesehen davon, wir müssen uns immer die ganzen Plakate angucken. Weil wir hatten nämlich noch ein so tolles, das ist auf dem Michaela, ihr Mist gewachsen. Ich erinnere mich, da ist es.
Da kommt man jetzt nicht dran. Muss ich jetzt abmachen? Nee, ich mach's jetzt nicht ab. Nee. Kannst du da drauf filmen? Orga TV bebelt sich nach Japan. Ich bin zu dick. Ich erinnere mich. Ach, ist egal. Nee, ist egal. Wir kommen nicht drauf. Macht nix. Auf jeden Fall, das war riesig mit der Weltkarte und das hat mir ultra gefallen. Also das hat mir wirklich ultra gut gefallen. Also mir hat das hier vor allem mit Selbstständigkeit hat mir sehr gut gefallen. War das wo wir einen Studiogast hatten hier und der uns über seinen Internethandel erzählt hat, weißt du noch? Genau, Andreas Hoffmann, wie es gerade ist. Ja. Ach ja. Ja. Mann, ey, das waren Zeiten, was? Wisst ihr, wir haben einfach so viel gemacht. Entschuldigung, ich muss gerade auf den Fernseher gucken und da war einfach die Orchide nur zur Hälfte drin. Sah sehr schön aus. Aber wir hatten ja auch sehr lustige Momente, Sven. Kannst du dich erinnern? Ja, ich hatte sehr lustige Momente, ja. Weil ich glaube, ich möchte hier noch zu meiner Verteidigung sagen, ich war immer stets professionell. Ja. Das ist Michaela Hoffmann hat alles zusammengeschnitten, was ich jemals verbockt habe. Alles auf einmal zusammengeschnitten und ist hoffentlich auch nicht länger als eine Minute gekommen, hoffe ich doch jetzt mal. Auf jeden Fall sehen wir jetzt unseren... Gag Reel. Ja, nee, witzige Outtakes möchte ich es bitte nennen. Dankeschön. Jetzt sehen wir eine. Das ist die chaotischste Sendung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und für das, was ich interessiert. Genau, und dann, ne? Und wenn dann tatsächlich das Thema Klo ist, dann kann auch jeder schreiben, wenn er aufs Klo geht. Genau. Sensationell. Ja, sehr geil. Ich bin begeistert. War, wir wollen natürlich unser zweites Mitglied der Gruppe nicht vergessen, Lena. Auch die hat einen wunderschönen Beitrag für die heutige Sendung gedreht. Und auch den wird der Sven mal kurz vorstellen. Ja, Victoria, genauso. Ich bin es mir leider gewöhnt, dass ich ein Ansteckmikro habe, aber ich habe es gerade schon angedroht, dass ich es vergessen werde. Na gut, auf jeden Fall, jetzt müsstet ihr mich ja wieder hören. Ja, und ich weiß, ich soll es auch ruhiger halten. So, alles klar. Wir haben ja schon vorher gesagt, diese... Wieder, genau. Da sind wir schon wieder. Vor allem hat man es gerade gar nicht gemerkt, weil der Übergang so fließend war. Ja. Ich bin gerade ein bisschen... Danke, Michaela. Ja. Ich hatte was zu Michaela, die Michaela, die ist, die wird noch was erleben nachher, kann ich nur dazu sagen. Genau. Ja. Jetzt wollen wir mal unser Team einladen. Ja. Und auch Professor Scholz und Felix Eichhorn. Ja, dann trinken wir mal eine Runde Sekt. Sekt bitte mitbringen. Ja, die Sektflasche, bitte. Genau. Ja, kommt da mal her. Machen wir auch mal, ach, guck mal. Ah, ihr habt übrigens... Das sieht man auch mal, dass du... Guck mal hier, guck mal, wie toll. Ja. Guck mal da, so. Ah. Ein Bild für die Ewigkeit. Ah, ja. Ja, dankeschön. Ah, ja. So, man bringe den Sekt. Man bringe den Sekt. Hier ist der Sekt. Ah, so, super. Ja, wo ich gerade da bin, die Total ist auf, ne? So. Danke. Unsere E-Mail-Adresse ist natürlich... Dummes Licht. So. Ja. Diese hier, ich würde jetzt noch einen Klingeffekt reinmachen, aber leider ist keiner mehr in der Regie, weil jeder jetzt bei uns ist. So, hat jetzt jeder gelesen. So, ist mir auch Gläser. Extrem peinlich, dass ich es vergessen habe. Komm, natürlich, jetzt ist das Mikro auf, ja, ne? Komm, natürlich direkt mal schnell die Frage an Professor Scholz, unserem quasi Vater von Orga TV. Ja, quasi Vater, ja. Ja, quasi Vater von Orga TV, Herr Scholz. Wie waren wir? Sensationell. Dankeschön. So richtig heiß. Also wenn man das so anguckt, durchgekämpft. Ich glaube, seit vielen Jahren waren sie die erste Truppe, die wieder die Lichter angemacht hat. Ja, das also... Michi? Ja, absolut dafür. Wir haben ja natürlich nur eigentlich Lichter mitgenommen. Ne? Also so ist ja nicht. Wir haben das Studio modernisiert, ausgebaut. Ja, Sekt. Genau, Herr Eichhorn. Ja, ja. Ja, ja, klar. Wenn es gleich Peng macht, das ist nur der Kamera. Ja, also ist ja gut gemacht. Das ist schon, ja, das wollen Sie nicht so sagen. Nein, ganz einfach gut gemacht. Wenn es so weitergeht, bin ich voll zufrieden. Es gibt Sekt, es gibt was zu essen. Oder? Fassungslosigkeit. Genau. Ja, aber vielleicht zum nächsten Semester noch was. Ja, zum nächsten Semester. Also es geht weiter. Es wird wieder eine Gruppe gesucht, die in die Fußstapfen dieser Generation tritt.
Es gibt wieder, das wird auf der Orga-Seite bekannt gegeben, ein Casting. Hast du schon. Ein Casting. Sie wurden ja auch gecastet. Ich wurde Kannst auch. Kannst du kurz was erzählen, wie das ging? Ich hab Mikro. Ja, okay, gut. Ich wurde gecastet. Es war aufregend, weil es war auch das erste Casting, was hier jemals zumindest veranstaltet wurde, zumindest was ich mitgekriegt habe. Ja, was ich mitgekriegt habe. Geheim-Casting gab es immer. Ich hatte ein bisschen Angst, weil wir wurden in einem Raum quasi aufgehalten, die Tür zugemacht und wurde jeder einzeln rausgebeten. Und dann ging es direkt am Schild vorbei, war noch nie an dem Lehrstuhl und dann Uni-Prof Christian Scholz und du denkst nur Scheiße. Und dann kommst du ins Büro und dann hast du aber richtig die Flatter. Aber es hat ja geklappt. Also es gab früher schon Castings, das war nicht das erste. Aber das werden wir auf jeden Fall beibehalten. Nicht aber, wir werden es beibehalten. Das hat mir Spaß gemacht. Das Schöne an dem Casting ist zur Information, da gibt es keine objektiven Kriterien. Da gibt es subjektive Kriterien, das sind meine Kriterien. Ach so. Ja, das sind meine Kriterien. Ja, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir die subjektiven Kriterien haben. Ja, das sind meine subjektiven Kriterien. Ich setze damit alles auf den Kopf, was wir der Lehre sagen, wie man sowas machen muss. Aber das hat früher recht gut geklappt. Und deswegen haben wir wieder die subjektiven Kriterien eingeführt zum Casting. Jetzt ist natürlich noch die Frage, jetzt auch für die, die sich vielleicht eventuell jetzt noch melden wollen für nächstes Semester, ob fürs Kleine oder das Große, ist ja prinzipiell auch wurscht. Wird sich jetzt noch was krass ändern? Eben erst mal das Glas auf Sie. Sonst wird das Eis... Kommt jeder mal ins Bild. Super gutes Team. Genau. Ja, auf Ihr Team. Ey, ich will auch mal ins Bild. Was auch mal ins Bild. Ja, bitte, jetzt hier, mal da vorne. Ja, ich wollte gerade sagen. Hi, Fans. Wo ist man auch zu Hause, ne? Ja, genau. Ja, so geht es hier weiter. Also, die trinken relativ häufig Sekt. Das ist so die Idee, wie das stattfindet. Es wird nicht viel geändert. Das System hat sich bewährt. Es bleibt dabei. Wie gesagt, es gibt das Casting, alles andere steht auf der Webseite orga.undsb.de, aber ich würde vermuten, das hat sie langsam umgesprochen. Ja, das hat sie langsam umgesprochen und wenn alles gut läuft, dann sehen wir uns ab nächstem oder übernächsten Semester sogar im frei empfangbaren Fernsehen, nämlich auf CDTV. Wir sind gespannt. Mhm. Wir produzieren jetzt zwei Sendungen extra für CDTV. Mhm. Vielleicht haben wir Glück, da sehen wir uns im frei empfangbaren Fernsehen. Das wäre was, ne? Okay. Das wäre was. Tschüss. Vielleicht möchte Teammitglieder noch was sagen? Prost. Ja, Teammitglied. Prost. Ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach nur noch. Jetzt zu Hause. Okay. Ich hoffe, ihr habt euch schon mal ein Bier aufgemacht jetzt mittlerweile. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschieden wir uns aus dem Orga-TV-Praktikum. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut, ciao. Ihr guckt übrigens jetzt noch ein bisschen, weil keiner in der Regie hockt. Kann leider keiner den Livestream ausmachen. Ihr müsst uns noch ein bisschen länger ertragen. Ja. Ach, das ist richtig heiß hier. Es liegt an dir, Orchide. Ah. Das geht gleich über. Das sind nicht die Lichter, das bist du. Klar. Ich kenne mir das ja nur, wenn man zu besoffen ist, da klippt man sich selbst die Lichter aus. Aber das trifft natürlich nicht zu. Gut, dann erbarme ich mich mal. Und gehe in die Regie und mach den Livestream aus. Mach mal besser, Zum letzten Mal in diesem Semester. Ciao. Ja. Ich möchte auch noch mal kurz was sagen. Vielen Dank, dass ihr uns die ganze Zeit zugeguckt habt. Vielen Dank, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Okay, du kommst zu mir. Dankeschön von mir. An meine Seite. Wir verabschieden uns von euch jetzt nochmal ganz offiziell. Wir wünschen euch ein wunderschönes neues Semester, wunderschöne Semesterferien. Geht geil in Urlaub, habt richtig viel Fun und vor allem schaut nächstes Semester wieder Orga-TV zusammen mit neuem Team. Aber bleibt treu. Bis dann. Ciao. Auf euch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das ist die chaotischste Sendung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und für das, was ich interessiert. Genau, und wenn dann tatsächlich das Thema Klo ist, dann kann auch jeder schreiben, wenn er aufs Klo geht. Genau. Sensationell. Ja, sehr geil. Wir wollen natürlich unser zweites Mitglied der Gruppe nicht vergessen, Lena. Auch die hat einen wunderschönen Beitrag für die heutige Sendung gedreht und auch den wird der Sven mal kurz vorstellen. Ja, Victoria, genau so ist es. Die Lena hat sich ein bisschen mit Personalanzeigen genau beschäftigt. Und zwar... Ich bin es mal leider gewöhnt, dass ich ein Ansteckmikro habe, aber ich habe es gerade schon angedroht, dass ich es vergessen werde. Na gut, auf jeden Fall, jetzt müsstet ihr mich ja wieder hören. Ja, und ich weiß, ich soll es auch ruhiger halten. So, alles klar. Wir haben ja schon vorher gesagt, diese...
Ja, von mir auch ein herzliches Hallo. Wir haben heute einen ganz besonderen, ja, jetzt hätte ich schon fast Gast gesagt, schön wäre es gewesen. Ja. Nee, wir sind mit ihm mitgelaufen, mit dem Herrn Bundespräsident. So, liebe Freunde, jetzt sind wir in der Staatskanzlei angekommen. Ja, der Saal ist voll. Draußen, die Gärtchen sind auch schön gemacht, es ist alles geputzt, wir sind begeistert. Was jetzt noch kommen wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wir hören uns etwas über ehrenamtliches Engagement an und begutachten jetzt mal die ganzen Leute, die hier sind, weil ich muss ehrlich zugeben, ich kenne keine Sau. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt mittlerweile da im Fraunhofer-Institut. So, wir sind mittlerweile im DFKI angekommen. Das DFKI ist ja das Deutsche Zentrum für Künstliche Intelligenz. Und während der Bundespräsident noch wunderschön im... So, die meisten wichtigen Leute sind schon eingetroffen. Wir können mal kurz rüber gucken. Wir sehen Herrn Professor Linneweber schon. Herrn Dr. Hartmann, unseren Minister. Frau Britz, die Oberbürgermeisterin, und den Herrn Wahlner. Der wird nachher noch eine Rede halten, habe ich mir sagen lassen. Machen wir da ein bisschen Soße hier. Einfach nur einmal. Ja. Dann wird sie drum rum. Und? Lecker, heiß. Scharf. Super. Eigentlich so, wie es sein muss. Super. Genau. Super. Ich habe eine Ananas erwischt, kann das sein? Nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Was war es dann? Apfel und Erdbeere. Apfel und Erdbeere und aber... Bunga, Bunga.